Hallo Leute und willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Es geht wieder weiter hier in Fabrik Fatal. Wir machen weiter mit Chunky Kong und Donkey Kong, weil die brauchen hier noch ein paar Münzen, die wir noch übrig gelassen haben vom letzten Part. Hier in diesem Raum natürlich. Ja, da wieder den Würfel hier. Bam! Na, was war's? Eine 2 haben wir diesmal gewürfelt. Naja, das geht doch nächstes Mal bestimmt besser. So, das waren erstmal die Münzen, die ich nochmal einsammeln wollte. Und ich glaube, Chunky hatte auch nochmal welche. Da schaue ich mich auch nochmal um. Und dann können wir nämlich anfangen, mit Diddy in andere Räume zu gehen. Weil hier gibt es nochmal 2, glaube ich, wo Bananen waren. Und die uns dann den Weg weisen wollen. Chunky ist mal wieder voller Stärke. Der braucht hier mal wieder ein bisschen Abregung. Zack. So. Und ich höre da hinten im Hintergrund eine Fee. Okay. So, wird auch langsam mal Zeit, dass wir dann unsere erste abfotografieren. So. Zack. Was waren wir diesmal gewonnen? Wieder eine 2. Ach, wahrscheinlich wird es immer dieselbe Zahl sein. Weil der hat ja so eine. Der hat ja wahrscheinlich auch nur eine Sterbeanimation. Naja, okay. Ist ja nicht schlimm. Dann gehe ich mal hier mit Diddy los. Weil der hat ja, wie gesagt, 2 verschiedene Wege, die er bestreiten kann. Wir sind gerade auch hier im Testing-Bereich. Okay. Sagt mir jetzt auch hier gerade nicht so viel. Also, die Map bringt auch wirklich gar nicht. Ja, die ist nicht so toll, wie ich es mir eigentlich am Anfang vorgestellt hatte. So, hier haben wir jetzt Funky Kong, einen Ballon, einen Teleporter und die Fee. Geil. Okay, dann wollen wir gleich mal loslegen. Ja, ich will mal sehen, da oben ist jetzt nämlich so ein Smiley. Und wenn wir nämlich in der Nähe einer Fee sind, erscheint er oben. Und ja, wenn er rot ist, dann sagt er uns jetzt, verfehlen wir sie. Und wenn er grün ist, dann müssen wir eben abdrücken, weil dann haben wir sie auch auf dem Papier drauf. Ah, der war nicht so gut, der hat verfehlt. Okay. Dann muss ich mal versuchen, also die muss wahrscheinlich dann in dem mittleren Punkt sein. Genau so. Ja, man sieht es hier nur nicht wegen der ROM, da ist jetzt alles schwarz gewesen. Dann wird das Foto abgehakt und sie füllt uns ein paar Ressourcen wieder auf. Das finde ich geil. Ja, damit hätten wir unsere erste Fee abfotografiert. Cool, dann hätten wir die erste. Ich glaube, es gibt 20 Stück insgesamt, hatte ich mal gelesen. So, was war das jetzt gerade für ein Ballon? Ich glaube, für Tiny war der, oder? Dann schieße ich den mal eben ab. Wo ist der? Da. So, zack, zack, zack. Ah, scheiße. Jetzt aber. Irgendwann muss ja der Schuss auch mal treffen, wa? So, ich versuche mir jetzt mal was. Ich gehe mal jetzt mit einem anderen Kong hier rein und schau mal, ob das was bringt. Oh, tatsächlich. Oh mein Gott. Check mal diesen Munitionsgürtel, Tiny. Ihr Kongs könnt damit mehr Munition tragen. Und das für schlappe 3 Münzen. Den musst du einfach haben. Geil. Also tatsächlich kann man das noch aufbessern. Alle Kongs Munitionsgürtel 1. Okay. Das ist cool. Ja, wie schon Funky sagt. Cool, jetzt hast du 100 Munition. Boah, das ist mal richtig Hammer. Das war's, Tiny. Ich bastle jetzt an der nächsten großen Sache. Aha, wahrscheinlich kann man dann noch später ein bisschen die Munition aufbessern. Oder jetzt haben wir auf jeden Fall 100 anstatt 50. Das ist doch mal richtig Hammer. Da sind wir richtig gut bedient. So, ja, meine Frage ist immer, welchen Kong nehme ich? Da bin ich immer sehr unschlüssig. Mal schauen. Ja, dann gehen wir mal mit Diddy los, weil dann haben wir hier wohl erstmal alles abgeklappt. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Da vergesse ich das Allerwichtigste. Jetzt war ich so platt von dem neuen Munitionsgürtel, den wir da haben. Und da hätte ich doch beinahe vergessen, mit Chunky endlich die Knarre zu holen. So, jetzt geht's aber los hier. Mal schauen, was er bekommt. So, wie wär's mit der Knarre? Na klar. Ananas Atomisator. Boah, heftige Sache. So, das brauchst du uns sicher zu erklären, wie wir damit umzugehen haben. Das wissen wir ja bereits. Oh, geil, jetzt hat Chunky auch seine Waffe und das ist so eine Art Bazooka, ja. Bam, bam, bam. Geile Sache. Mit Ananas schießt er, aber das wissen wir, glaube ich, schon seit langem. So, jetzt aber. Ja, mit Diddy. Gehen wir jetzt in den anderen Raum.
Und dort schauen wir mal, was wir da, dann machen können. Ja, aber die Welt ist doch recht geil, muss ich echt sagen. Also, ich habe sie mir verwirrender und schwieriger vorgestellt. Und jetzt spiele ich sie und finde sie gar nicht mal so schwierig, wie ich es, wie gesagt, empfunden habe damals. Vielleicht, weil ich da noch nicht so diesen Orientierungssinn hatte. Die Bananen hier scheinen wohl für Donkey zu sein, aber tatsächlich ist hier noch eine zweite Fee. Dann fotografieren wir dich auch gleich mal ab. So, warte mal. Die ist aber echt flinker jetzt unterwegs. So, jawohl, dich haben wir auch. Da ist sie jetzt auch auf dem Bananenpapier. Oh mein Gott. So. Ja, wieder hat sie ein bisschen was aufgeladen. Auch den Film lädt sie uns ein Glück auf. Ja, wahrscheinlich eher. Das ist ja hier der Raum für Donkey. Ach ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, was das da mit diesen Feldern mit Zahlen drauf auf sich hat. Das wird bestimmt einfach nur irgendwie wieder so ein kleines Rätsel sein, wofür wir dann am Ende eine goldene Banane leicht einkassieren können. Na, nimm mal. Was der Lanky da immer sagt im Hintergrund, ey. R&D. Was das, wofür das auch stehen soll, weiß ich auch nicht. Aber diese Würfel finde ich irgendwie cool gemacht, dass das da immer so ein Stück rausploppt. So. Wieder ein paar Bananen für Donkey an der Stelle. Ja, man muss immer stehen bleiben und dann erst diesen Hochsprung machen, sonst kommt man meistens nicht auf irgendwelche Dinge rauf. So, jetzt komm mal her. Zack. Da haben wir ja schon mal den Ballon abgeknallt und hier habe ich 3 Münzen gesehen. Auch recht praktisch. So, zack. Dann mal den Schalter aktiviert und mal schauen, was hier unsere Aufgabe ist. Okay, die Plattformen kommen alle hoch und... Aha. Uns wird nichts gesagt. Ich fange einfach mal mit der kleinsten Zahl an, also von 1 auf an. 2. Hier oben haben wir die 3. Da haben wir die 4. Da hinten ist die 5. Oh, wo ist denn jetzt die 6? Ach, da hinten, okay. Ja, also anscheinend scheint das auch so zu funktionieren. Man muss einfach nur die Zahlen in der richtigen Reihenfolge aktivieren und dann kriegt man wahrscheinlich so auf die einfachste Art und Weise eine goldene Banane sozusagen, ja, irgendwie nachgeschoben. So, 12, 13, 14, das war die 16, 15 und 16. Yeah, geschafft! War ja auch extrem einfach irgendwie. Also, wer kann denn nicht von 1 bis 13 zählen? So, oder bis 16 an der Stelle. Yeah, Donkey Kong hat eine neue goldene Banane. Das ist seine erste hier in dieser Welt und damit die 39. Befindet sich nun in unserem Besitz. Also, wie gesagt, es geht irgendwie doch schon recht fix. Aber ich finde das irgendwie geil. Es macht Spaß. Also, das Spiel kann ich wirklich nur empfehlen. Es macht echt Spaß und ist gut abwechslungsreich. Und bockt sich einfach. So, dann werde ich einfach mal zu Diddy wechseln. Wieder mein Lieblingskong am Start. Und gehen einfach mal weiter und schauen mal. Oh, tatsächlich habe ich hier sogar echt einen guten Fang gemacht. Denn hier brauchen wir sogar Diddy für die Münzen hier. Geil. Die Welt ist auf jeden Fall irgendwie doch ganz schön geil. Also ich finde sie um einiges besser als die zweite da, als diese doofe Wüstenwelt. Boah. Okay, hier müssen wir schon wieder den Kong wechseln. Da brauchen wir wieder mit Lankien. Oh, der Raum. Das ist der einzige, nahezu der einzige Raum, den ich so richtig heftig in Erinnerung hatte. Also an den ich immer gedacht hatte, als ich immer an diese Welt gedacht habe. Gut, dann nehmen wir mal Lanky. Das bietet sich dann, glaube ich, mal ganz gut an. Und sammeln mal hier erstmal die ganzen Münzen ein. Die Münzen brauchen wir ja, wie gesagt, auf jeden Fall immer, weil wir müssen ja immer die neuen Moves lernen. Und die kann man, auf die kann man einfach nicht verzichten. Oh mein Gott, dann schauen wir uns hier mal um. Das wird ein Gewusel, ey. So, hier gibt es anscheinend immer ganz schön viele Wege und... Oh, ich habe anscheinend den richtigen für Lanky gefunden. Wollen wir den dann gleich mal machen? Alles klar. Dann hole ich mal das Instrument kurz raus. Zack. Und dann öffnet sich das Tor und wir können ein weiteres Minispiel machen. Sind hier sonst noch irgendwo Münzen versteckt? Keine Ahnung. Ist ja des Öfteren so. War ja vorhin auch bei Donkey so. Okay, das scheint wohl noch nicht zu bringen. Dann aktivieren wir hier einfach mal den Schalter und schauen mal, was wir machen müssen.
Oh, rübsende Krokodile. Gelb, blau, gelb. Okay. Zack. Dann drücken wir mal die Tasten in der richtigen Reihenfolge, so wie sie rauskommen. Und das ist, glaube ich, hier so das große Minispiel sozusagen. Also der Sinn des Minispiels, was wir machen müssen. Okay, jetzt ist noch Rosa dazugekommen. Alter, ist ja auch bescheuert, dass die ganze Zeit rübsen. Aber finde ich lustig gemacht. So, dann ist jetzt noch Grün am Ende dazugekommen. Ja, also, das ist auch schön leicht zu merken, weil das eben alles mit, Farben versehen ist. Also von daher ist das nicht die große Schwierigkeit. Und es sind halt auch immer dieselben und es kommt dann halt immer nur einer dazu. Jetzt ist wieder gelb. Okay. Jetzt muss ich dann doch schon mal ein bisschen überlegen. So, dann kam Rosa. Dann kam Grün. Und jetzt noch einmal wieder gelb. Zack. Okay, geht's noch mal weiter? Oh, nee. Jetzt reicht es langsam. Jetzt ist immer dasselbe. Und Rot ist dazu gekommen. Na gut. Dann müssen wir eben noch mal die ganze Farbenkombination runterbrettern. Zack. So, Grün, dann noch mal Gelb und jetzt Rot. So, mal schauen. Vielleicht war's das? Jawohl! Geil! Das war's. Und damit hätten wir eine weitere goldene Banane. Und zwar für Lanky. Das ist die 40. Wow, hopp! Und da oben habe ich auch nochmal einen Ballon gesehen. Den will ich natürlich nicht auslassen. So, komm mal her. Zack. 27 haben wir jetzt. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal gleich mal weiter um. Wahrscheinlich gibt es hier dann so viele Wege, weil jeder Kong hier so ein kleines Minispiel hat. Naja, ist ja nicht schlimm. Da zum Beispiel müssen wir mit Tiny hin. Wow. Da haben wir auch nochmal für Donkey so einen Schalter. Aha. Sieht ja auch ganz geil aus. Das scheint mir so eine Art Rennstrecke hier, wa? Das ist... Stimmt. Da war was. Das ist, glaube ich, recht geil gemacht mit der Rennstrecke da mit Tiny. So, dann sammeln wir nochmal die restlichen Bananen ein und schauen uns einfach mal um, was hier noch so gibt. Hier müssen wir zum Beispiel mit Diddy hin. Da sind noch für Chunky Münzen. Und hier haben wir den Blaupausenträger sogar für Lanky. Geil. Ich wollte jetzt eigentlich hier die Welle machen. Zack. Hoppla. Und dann einmal so ein Kopfdreher und damit bekommen wir unsere Blaupause. Ach, hier geht's weiter für Donkey und für Diddy? Hä? Warum machen die denn dauernd so einen Kong-Wechsel? Das nervt langsam, echt. Hier haben wir ja zum Beispiel die Arena unter dem Gitter da. Auch voll übel. Okay. Naja, hier gibt es anscheinend richtig viel zu entdecken. Da oben ist das wahrscheinlich für Chunky. Da müssen wir nur noch lernen, das Gitter da wegzuhauen. Ja, okay. Da haben wir auch das Instrument dann für Chunky. Oh Mann, hier gibt es ja echt viele Wege, wa? Aber halt viel für die Kongs dabei. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder hier nur einen Weg, der dann wohl wieder weiterführt. Also vom Prinzip her auch wieder nicht so verwirrend, wie ich es eigentlich auch wieder in Erinnerung hatte. Ja, ist ja doch eigentlich recht geil, wa? Ja, ich überlege gerade, ob wir jetzt nochmal irgendeine Aufgabe machen. Mich würde das da ja mit der Rennstrecke reizen. Oder ob ich da nochmal warte. Nein, ich mache nochmal was anderes. Ich werde jetzt mal Chunky nehmen und werde nochmal mich hier rausporten und dann mal schauen. Vielleicht komme ich ja jetzt schnell zu Cranky und kann da nochmal die neuen Moves jetzt lernen und auch vielleicht das Instrument für Chunky Kong. Hä, warum können wir denn jetzt auf einmal auch 25 dieser Orangen tragen? Vorher konnten wir doch auch nur 20 davon haben, oder? Okay, das ist jetzt auch wieder was Neues. Naja, anscheinend wird sich das immer, bessert sich das mit der Zeit irgendwann wieder auf. Stimmt, jetzt bin ich auch richtig. Hier können wir auch mit Chunky jetzt was lernen. Und stimmt, ich muss da unbedingt die Münzen einsammeln für Diddy, die hier gleich auch nochmal da in den Raum sind. Aber erstmal ist Chunky dran, dass der jetzt neue Moves lernt und sich erstmal das Instrument holt. Das Instrument holen wir uns jetzt erstmal als erstes.
3 Münzen kostet uns das auch mal wieder. Alles klar. Terror-Triangel. Finde ich extrem geil und lustig gemacht. Weißt du, er ist so ein riesiger Typ, der könnte da Schlagzeug spielen. Und was macht er? Er kommt natürlich mit einer Triangel an. Genau. Oh Mann. Ja, mehr kannst du für uns auch nicht mehr machen. Bestimmt kann man dann später bei Sandy dann auch nochmal lernen, mehr Ressourcen für das Instrument zu tragen. Naja, auf geht's ins Labor. Wir müssen jetzt auch mal ein paar Moves für ihn bekommen. Ich habe einen weiteren Trank für dich, Chunky. Hä? Go, 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 Primatenpunch. Caputus Duplexus. Will ich nicht. Oh, ich bin wieder normal. Du Kleinhirn, lässt doch gern die Fäuste sprechen. Das hier dürfte also perfekt zu dir passen. Halte Z und drücke B, um zu vermöbeln, was dir in die Quere kommt. Das ist mal eine Ansage. Mehr gibt's nicht, also ab! Geil, jetzt hätten wir auch endlich alles für Chunky in dieser Welt gelernt. So, jetzt ist er endlich auch mal auf den Stand der anderen Kongs. So, was haben wir gelernt? Das hier. Geil, ne? Erstmal so ein richtig schöner, fetter Schlag in die Fresse! Oh, geile Sache. Der haut schon richtig rein. Ist halt nur so, dass wir am Ende nochmal getroffen wurden. Ansonsten wäre das jetzt richtig geil angekommen. Das wäre ein richtig schöner Schlag gewesen. So, da ist auch so ein Gitter. Das kann ich auch gleich mal vermöbeln. Aber erstmal möchte ich mit Didi noch einmal da die restlichen Münzen einsammeln. Die darf ich jetzt unbedingt nicht auslassen. So, hier hoch. Und Z drücken und damit können wir diesen Sprung machen. Den haben wir auch schon im letzten Part gesehen. Und das waren 3 Münzen für Didi. So, ich würde sagen, ich beende aber erstmal vorher den Part. Und als nächstes gehen wir dann mal hier rein. Boah, was ist da denn? Das scheint wohl auch ein Raum jetzt für Chunky zu sein. Der scheint aber recht dunkel. Aber da gehen wir dann als nächstes, dann im nächsten Part rein. Denn die Zeit haben wir leider nicht mehr. So, schon mal Chunky ausgewählt, in Position gebracht. Und damit beende ich erstmal den Part, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier in Fabrique Fatale. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.